Deinen eigenen hättest du ihn genauso geben können. Das ist wieder leer. Genauso leer wie das Hirn eines bescheuerten Betrunkenen. Deine Schränke sind wohl nie unleer, was? Ja, schon wahr, aber es nimmt das nicht. Es gibt kein Wort, das unleer heißt. Da hat er recht. Ich jetzt aufziehen wegen meines Vokabulars? Was? Welch? Ja, genau. Überhaupt nicht. Und McDowd und Maureen Pollard die Hand gegeben haben sie auch. Ich habe sie dann abgesehen. Bitte mit dem Ding.